Hans, diese Woche hat es eine grosse Geschichte in der Rundschau im Schweizer Fernsehen über unabhängige Stimmrechtsverwalter. Hast du das gesehen, die Sendung? Ja. Nein, die Sendung habe ich nicht gesehen. Ich schaue «Inside Paradeplatz». Schauen, ist gut, ja. Alles in Filmli, logisch, ja. Geht es um Novartis. Und dass die eigentlich Post überkommt, dabei ist es adressiert an unabhängige Stimmrechtsverwalter. Was ist da los? Ja, ich glaube, das ist eine Täuschung vom Aktionär. As simple as that? Ja, ich bin ein bisschen konsterniert, ja, als ich das gesehen habe. Ja. Ich hätte es ja vielleicht bei der Credit Suisse können sehen, aber dann bin ich natürlich nicht Aktionär, also sehe ich das nicht. Oder? Du bringst Credit Suisse ins Spiel, ja. Credit Suisse ist dann auch, und Tagesanzeiger nachher auftaucht, als eine Firma, die das Gleiche ist. Ja. Er schickt als Kleinaktionär jetzt zum Beispiel seine Anweisungen an einen Anwalt, ja, oder? Mit einer Postleitzahl, mit einer Adresse. Das haben wir da. Das ist ja so ein Anwalt oben mit Adressen und das heisst da 8070 Zürich, oder? Ab. Name von an. Und unten dran sieht man, Credit Suisse auch 8070 Zürich, da gibt es glaube ich ein Geheimnis. 8070 Zürich, was ist da dahinter? Ja, das ist eine absolute revolutionäre Entwicklung gewesen, wahrscheinlich Anfang 90er Jahre. Dort haben wir bei der Damarie SK haben wir die automatische Verarbeitung vom Zahlungsverkehr, das ist das Scanning Center, oder? Das sind die neuen Belege gekommen und die hast du einfach können mit 1000 pro Minute oder pro Stunde durchlassen. Und da haben wir irgendwo in einem Gebäude und das sind Hunderttausende von Belegen, haben dort hin müssen gehen. Und haben gesagt, wie macht man das? Ja, mit einem Postfach. Ja. Dann ist irgendjemand hat die Idee gehabt, wir machen eine eigene Postleitzahl. 8071. Das ist einfach das Scanning Center. Wenn du auf ein Blatt Papier anschreibst, 8071, dann geht es ins Scanning Center von der Credit Suisse. Und 8070 hat man damals auch eingeführt. Das ist einfach CS Zürich, der Hauptsitz. Das war also eine Effizienzmassnahme, gewesen, zum schneller werden. Das war ja Zeit, gewesen, bevor es E-Banking gegeben hat. Dort hat die Bank noch die Arbeit erledigt, für Kunden, nicht umgekehrt. Genau, das Scanning. Genau, heute erledigt der Kunde und die Gebühren hat man dann oben drauf. Und das ist jetzt die 8070-Nummer, ist das Verräterische. Genau. Das also man da. Hat hier die Adresse von einem Andreas Keller, Rechtsanwalt, 8070 Zürich. Der Aktionär von der Credit Suisse, der normale meint, das geht jetzt da an den, der ja ein unabhängiger Mensch ist, ein Notar quasi, ein Gelehrter, ein Jurist. Und vor allem unabhängig. Genau, unabhängig. Er vertritt ja den Aktionär. Genau. Und jetzt, wenn er ganz genau hier noch sieht, würde ich jetzt sogar noch sehen, er kommt ja mehr in die Gouverne von der CS über als Aktionär, eben, da ist er die gleiche Postleitzahl, aber das merkt ja gar niemand. Es geht an die gleiche Adresse, es geht zu der CS. Wie viel bringen wir das überein? Wir haben doch gedacht, die Schweiz sei so ein bisschen der Vorzeigestaat, nicht nur in Europa, sondern weltweit, was so ein bisschen Abstimmungsverhalten angeht. Ja, ich glaube, das haben wir auch im politischen Gebiet. Also jetzt haben wir da die Diskussionen über das elektronische Abstimmen und da merkt man, das ist ein bisschen heikel und so. Da wird gerade gestoppt. Sofort, ja. Und dann bei den renommiertesten Firmen, die jeder kennt auf der ganzen Welt, Novartis, weiss nicht, Nestle vielleicht auch, Credit Suisse, geht die Post, die ich jemandem schicke, nicht zu dem, sondern zu dem, wo er darüber sollte in meinem Namen abstimmen. Eine Fake-Adresse, oder? Fake, ja. Das ist, man kann es nicht anders sagen, bei solchen Firmen. Gut, jetzt kann man ja sagen, gut, also dann ist halt eine Adresse nicht die, die man meint, à la Bonheur, aber dahinter geht es ja noch weiter. Bei der Novartis hat die Rundschau herausgefunden, dass aufgrund von den Anweisungen von den Aktionären im Keller von der Novartis, man sollte ja den Anwalt ziehen, aber eben bei der Novartis ist, wie erfolgt nach einer Meldung aufs Deck rauf, also vom Keller aufs Deck, auf die Brücke rauf, von dem Riesentanker Novartis. Hallo, hallo, wir haben da langsam eine Anhäufung beim Traktandum Vergütungen. Es gibt Widerstand gegen den Bonus vom CEO und vom Präsidenten, oder? Und dann könnte ich anfangen reagieren. Also es ist eigentlich eine Vorabwarnung an das Top-Management. Ja, das ist... Ich tue ja brieflich abstimmen, wenn ich gehe, Ständerat wählen oder irgendetwas wählen. Und wenn die auf der Gemeindeverwaltung das würden aufmachen und dann schon schauen und zusammenzählen und dann zum Beispiel dem Gemeindepräsidenten sagen, oh, du musst dann aufpassen, du wirst dann glaube ich gar nicht gewählt. Jetzt haben wir schon 500 Kuvert und du, da hast du das Problem. Das geht doch nicht. Das ist doch...
Also das neue, ist fast eine Fälschung, oder? Also eine neue Dimension. Ja. Man kann es fast nicht anders sagen. Die Firmen nehmen die Stellung, die wissen, wir haben das Problem. Novartis, auch CS, auch Nestle haben sofort gesagt, ist so, aber alles legal. Es ist selbstverständlich innerhalb von gesetzlichen Rahmen. Was können wir zu dem sagen? Ist total irrelevant. Ich kann doch nicht meine Aktionäre, meine Besitzer täuschen. Hallo, kommt nicht davon, ob ich die legal täusche oder legitim täusche. Ich täusche es, fertig.